Hallo, Max hier. Das Thema, um was es heute geht, sind Selbstzweifel. Wie man mit denen umgehen kann, wo die oft herkommen und warum sie vielleicht sogar ein gutes Zeichen für dich sind. Und ein gutes Zeichen, dass du dich in eine Richtung bewegst, in die du dich bewegen solltest. Jeder, der in einer gewissen Art und Weise kreativ arbeitet, jeder, der etwas Neues erschafft, der wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er an sich selber zweifelt. Und für die meisten Künstler, für die meisten Schriftsteller, Unternehmer, alle, die aus dem Nichts was erschaffen, ohne quasi die Sicherheit und die Gewissheit, dass aus dem, was sie machen, was wird, all die werden an irgendeinem Punkt oder von Anfang bis Ende eine Art von Widerstand in sich selber und durch die Umwelt spüren. Und die Kunst ist es eben, sich von diesem Widerstand nicht einkriegen zu lassen und vor allem vielleicht sogar diesen Widerstand und diese Energie, die gegen einen fließt, als Energie zu nutzen, um weiterzukommen. Eben ein Buch, was ich da immer oft empfehle, ist eben das Buch The War of Art von Steve Pressfield. Und ich habe jetzt vor kurzem einen kleinen Artikel geschrieben, da wo ich ein paar Sachen aus diesem Buch zitiere, weil es eben gut zum Thema Selbstzweifel und innere Widerstände passt. Der wichtigste Punkt, den ich finde, ist einfach, um damit umzugehen, ist die Gewissheit, dass du nicht der Einzige bist. Weil oft einmal, man sitzt vor seinem Computer, man sitzt vor seinem Bild, vor seiner Aufgabe, vor seiner Arbeit und denkt sich, es tauchen diese Emotionen auf, man fühlt sich nicht gut genug, man fragt sich, ist das überhaupt das Richtige, was ich mache, sollte ich vielleicht was anders machen, vielleicht bin ich kein Künstler, vielleicht bin ich kein Schriftsteller und Talent habe ich auch keins. Und all diese Gedanken, die ich selber auch gut kenne, all die tauchen dann auf. Und man meint immer, man ist alleine damit, man meint immer, man ist der Einzige, der das hat. Aber Fakt ist, dass diese Selbstzweifel einfach extrem verbreitet sind. Und je kreativer und je emotional anstrengender die Aufgabe ist, umso mehr innere Widerstände tauchen auf. Beim Artikel, was ich mal geschrieben habe, war die Frage, okay, was definiere ich unter kreative Aufgabe? Weil ich immer sage, okay, bei kreativen Aufgaben sind die Widerstände umso mehr. Was ich damit meine, sind Aufgaben, wo du deine eigene Persönlichkeit reinbringst, ohne die Gewissheit von Erfolg. Das heißt, wenn du das Hobby zeichnest, dann ist das zwar auch kreativ, aber das meine ich nicht. Was ich eher meine, ist, wenn du sagst, okay, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision und ich schreibe ein Buch drüber. Oder ich habe eine Vision und ich gründe mein eigenes Unternehmen. Und du merkst diese Energie in dir, diesen Drang, das zu machen. Aber gleichzeitig bist du natürlich nicht sicher, dass das gut ist. Und gerade wenn du dann nicht das positive Feedback hast, dann ist es umso schwieriger. Und das definiere ich unter kreative Aufgabe. Zurück zum Thema. Du bist nicht allein damit. Also die meisten Leute, die eben so eine Art von Aufgabe haben, die leiden unter diesen Selbstzweifeln. Oft einmal überspielen sie es und haben eine Maske oder einen Anzug von übertriebener Selbstsicherheit. Aber das ist meistens nur eine selbst erzeugte Illusion, um sich selber, weil sie genau wissen, okay, dieser Selbstzweifel ist so eine starke Kraft, die er mich von der Arbeit abhalten kann, dass ich den mit jeder Art umspielen muss. Und ich würde das Thema extrem ernst nehmen, weil die Gefahr einfach, dass du dann quasi deine Leidenschaft nicht auslebst, deine Berufung nicht lebst, die ist sehr, sehr groß. Einfach weil diese Widerstände von außen, aber auch vom eigenen Inneren extrem stark sein können. Schritt 1, was du machen kannst, ist eben, sieh diese Widerstände, die da sind, sieh diese Selbstzweifel als etwas Unpersönliches, als etwas Dissoziiertes, als etwas, was außer dir ist. Weil so kannst du dagegen kämpfen. Und eine Geschichte, die mir dazu einfällt, ist eben aus der Kampfkunst. Weil mein Kampfkunstlehrer hat mir immer gesagt, wenn du mit Waffen trainierst, zum Beispiel mit Schwert und mit Speeren, dann solltest du dir immer vorstellen, immer visualisieren, wie du gegen einen Gegner kämpfst, aber dieser Gegner ist nicht irgendein Mensch, also irgendein Mensch, den du töten möchtest, sondern es ist die eigene Schlechtigkeit, die eigenen inneren Widerstände, gegen die du kämpfst. Und auf diese Art und Weise ist Kampfkunst oder kann Kampfkunst ein ziemlich spiritueller Weg und ein ziemlich guter Weg der Persönlichkeitsentwicklung sein. Was man aber leider erst mitkriegt,
wenn man das Ganze eine Zeit lang macht. Sieh also diese Kräfte in dir, außerhalb von dir, als etwas Unpersönliches. Etwas, was dir hilft, indem du dagegen ankämpfen kannst. Und durch diesen Kampf kannst du persönlich dann auch stärker werden. Dann, wie schaut das Kämpfen aus? Das Kämpfen schaut einfach aus in Arbeit einfach. Du kannst dir wirklich vorstellen, dass jedes Video, was ich zum Beispiel mache, jeden Artikel, den ich schreibe, jeder Vortrag, den ich halte, jedes Coaching, das ich mache, jede Beratung, die ich in einer Firma mache, all das ist ein Kampf von mir gegen diese inneren Widerstände. Und ich schaue, dass ich jeden Tag ein Stückchen weiterkomme und einen Schritt mehr durch den Dreck quasi warte und einen Kampf mehr bestreite. Und der Zweifel geht nicht weg, sondern es ist immer ein Sieg, den du Tag für Tag, eine ewige Schlacht, wo du Tag für Tag entweder siegst und die Schlacht gewinnst oder eben verlierst. Und wirklich, du musst die Zeit rein investieren, du musst die Arbeit rein investieren, du musst dein eigenes Herzblut, deine eigene Seele rein investieren und auf die Art und Weise gegen das, was sich runterziehen möchte, in dir, außerhalb von dir, gegen das musst du ankämpfen. Ja, ein bisschen düsteres Thema, aber es muss auch mal sein. Eine Sache ist einfach das, dass Persönlichkeitsentwicklungsseiten haben immer einen ziemlich also einen positivistischen Anstrich. Aber oft einmal, es gibt Sachen, die sind in dieser Welt nicht sonderlich positiv. In dir, es gibt Emotionen, die sind nicht, sie sind positiv in dem Sinn, wenn du überlegst, für was sie gut sind, aber sie sind zumindest nicht angenehm. Und Selbstzweifel und innere Widerstände sind etwas sehr Unangenehmes. Aber trotzdem sind sie ein Teil des kreativen Prozesses, ein Teil des Lebens und sie können sogar als Kompass zeigen. Nämlich je mehr Widerstand, umso besser ist diese Aufgabe für dein Fortkommen. Genau, aufhören möchte ich mit folgenden Gedanken eben auch aus dem Buch The War of Art. Nämlich eins der letzten Zitate, was ich mal rausgeschrieben habe, ist nämlich das, dass in dem Moment, wo du dich fragst, okay, bin ich wirklich ein Schriftsteller, bin ich wirklich ein Künstler, bin ich wirklich ein Unternehmer, dann ist die Möglichkeit extrem groß, dass du in Wirklichkeit einer bist, weil eben diese Selbstzweifel einfach dazugehören. Und meist die Leute, die extrem selbstbewusst auftreten und die einen selbstbewussten Eindruck hinterlassen, sind oft entweder die, die es extrem gut überspielen können, oder sind einfach die das Ganze faken. Das heißt, du kommst nicht daran vorbei. Und wenn du eben die Selbstzweifel hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du auf einem ziemlich guten Weg bist. Und du solltest weitermachen und weiter kämpfen. So viel dazu. Wenn du Ideen hast, schreib unten. Daumen nach oben, freue ich mich. Teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuhören.